może to być zaskoczeniem, że w centrum Warszawy ciągle potrafi być tak wiele uczniów i rodzin, które mieszkają w tak trudnych sanitarnie warunkach i domach. W momencie, jak dowiedziałam się, że jednak została wybrana nasza szkoła, no to było ogromne szczęście, zwłaszcza jak sobie myślałam o tych dzieciach. Polen ist auf jeden Fall kein Entwicklungsland, das kann man schon mal sagen. Die Standards sind sicherlich ein wenig niedriger als in Deutschland, aber ist trotzdem relativ lebenswert. Auch in der Schule merkt man, dass ganz viele Sachen anders sind als in der Schweiz. Es ist vielleicht nicht ganz so schön, aber es ist eine gute Schule. Ich habe gedacht, dass wir WCs und Keramik installieren werden. Ich habe nicht gewusst, dass wir den ganzen Abriss machen vom ganzen WC. Und am meisten Spass hat mir dann aber trotzdem den Abriss gemacht. Es ist zwar eine sehr strenge Arbeit, aber es ist halt mal cool, so aus dem Alltag rauszukommen. Die größte Herausforderung ist vor allem, den verschiedenen Mentalitäten gerecht zu werden. Jeder hat eine andere Herangehensweise an Dinge. Manche sind sehr entschlussfreudig. Andere überlegen gern alle Varianten durch und das alles unter einen Hut zu bringen, ist nicht immer ganz einfach, aber wir bemühen uns, das bestmöglich zu schaffen. Die Zusammensetzung eines Teams und Sozialprojekt ist immer wieder spannend, dadurch, dass viele Berufsfremde auch dabei sind. Aber es zeigt sich sehr gut, wie das Team zusammen harmoniert, wie sie zusammenarbeiten und dass jeder seine Position findet. Also ich finde, dass das Team sehr gut zusammengepasst hat. Ich habe jetzt keine Probleme gehabt, als Österreicher mich zu verständigen. Ich habe kein Problem, die Schweizer zu verstehen. Ich glaube, da geht es mir sogar nur besser als den anderen Deutschen. Also es war ein sehr schönes Gefühl mit den Kindern. Man hat auf jeden Fall gesehen, dass es ihnen Spaß gemacht hat. Was man aber schon gemerkt hat, dass die Verständigung recht schwierig war. Man hat viel einfach mit den Händen gestikuliert und so hat es dann schon Spaß gemacht. Also man hat die Gesichter gesehen und wenn man auch die Bilder anschaut, wie wir zusammen dann rumgesprungen sind, war es schon sehr schön. Für die Schule, denke ich, hat das Projekt auf jeden Fall einen nachhaltigen Nutzen, weil unsere Gebrittechnik ist auch sehr zuverlässig. Also da sollte es auch in den nächsten Jahrzehnten erstmal keinen Renovierungsbedarf mehr geben. Było widać, jak nawiązują się relacje, jak nawiązują się więzi między nimi, między szkołą, między uczniami, między panią dyrektor. Właściwie poszło to bardzo szybko.